Ja, ist das nicht ein wunderschönes Plakat? Aber ich habe jetzt nämlich ein neues Kabarettprogramm, mit dem feiere ich jetzt im Herbst Premiere auf österreichischen Kabarettbühne, werde ich auftreten. Es ist wirklich schön gemacht worden. Auf der einen Seite ein freundliches, nettes Gesicht und links da, das ist die Gerti, mein Hund. Natürlich, bei meinem Kabarettprogramm werden mir immer wieder verschiedene Fragen gestellt, wie zum Beispiel... Um was geht's denn eigentlich? Ja, es geht natürlich in meinem Kabarettprogramm quasi um mein Leben, ne? Und vor allem um die Probleme, die ich in den letzten Wochen gehabt habe. Und ich habe sehr viele Probleme gehabt. Einerseits habe ich Eheprobleme gehabt, weil meine Frau hat sich in letzter Zeit ganz eigenartig benommen. Sie war total verändert, immer freundlich, nett, hilfsbereit. Also wie ausgewechselt, da muss irgendwas im Busch sein. Ich habe fast ein bisschen den Verdacht, sie geht fremd. Dann zweitens habe ich natürlich große Probleme mit meinen Kindern, weil die einfach nicht mehr so tun, wie ich will. Dann meine Nachbarn machen mir auch sehr viele Troubles, obwohl ich zum Beispiel den veganen Nachbar heuer extra im Sommer wirklich ein schönes Steak gegrillt habe. Und natürlich beim Schlatzinger Fußballplatz war beim Nachwuchsmatch des FC Schlatzing auch die Hölle los. Also summa summarum Ärger ohne Ende. Und man kann sagen, das einzig Positive bei mir in den letzten Wochen war eigentlich nur der Alkoholtest bei der Fahrzeugkontrolle. Stichwort 0,51 Promille Radlweg. Natürlich werden mir auch andere Fragen gestellt, wie zum Beispiel... Weißt du, das Publikum wird mit deiner Engelstimme vom Hocker hauen. Was? Ob du singen wirst. Natürlich, ich werde meine schönsten Lieder, die man ja von YouTube kennt, werde ich zu meinen Besten geben und von mir geben. Da wird für den musikalischen Geschmack ist viel dabei. Und natürlich die dritte wichtigste Frage, die immer mal gestellt wird. Ist das eigentlich lustig? Das ist sehr lustig. Mein Kabarettprogramm ist wirklich extrem lustig. Und das sage ich jetzt ohne Schmarrn. Ich habe jetzt schon drei Programme und ich muss sagen, das Programm, das ist das lustigste Programm, das ich jemals gespielt habe. Und ohne Schmarrn, ich habe es im Mai ein paar Mal ausgetestet und im Juni. Es macht mir sehr viel Spaß, auf der Bühne zu sein. Also wirklich viele Pointen, viel zum Lachen. Es ist alles drinnen für jeden Geschmack. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Herbst einmal sehen würden. Unterhalb da steht neu auf der Infoline, wo ich auftreten werde, wo ich die Karten kriege. Und es tat mir wirklich sehr freuen, wenn wir uns bald sehen im Herbst. Also, vielen Dank.